Ja. nur draußen an der Tür die Ich bin die, die immer mit der Gitarre zu Besuch kommt. Dann darf ich hier ein bisschen klimpern. Ja, klimpern. Aber wenn du bloß klimperst, dann kannst du wieder gehen. Oh, sei nicht so streng mit mir. Ja, wenn du gut klimpern willst, klimpert die Berlin. Soll ich klimpern? Nee, ich spiele ja mal Gitarre, ja? Ja, ja, das ist was anderes, siehst du? Die Musik. Die spricht sie ganz auf ganz natürliche Weise an, weil in der Generation, die wir hier in der WG haben, war Musik etwas, was zum Alltag gehörte, was in jeder Familie praktiziert wurde, in der Schule wurde viel gesungen. Und dieses Wissen, an dieses knüpfen wir an, an dieses musikbiografische Wissen. Wollen wir noch eins spielen? Ja. Eins von Großmutter? Von Großmutter eben. Pass auf, jetzt gibt's eins von der Großmutter. Warte mal, geht das? Oh, Donna Clara. Und da sind manchmal ganz erstaunliche, ja, Entdeckungen möglich. Mensch, das habe ich ja ewig nicht gesungen. Oder urplötzlich, man hört drei Takte und fängt sofort an mitzusingen, weil man das Lied erkennt. Er kann mir nicht mehr sagen, wie er heißt oder wie alt er ist. Aber er erkennt ein Lied sofort an zwei, drei Takten und kann dann einstimmen und rekapituliert dann Text. Das sind ja auch sehr kognitive Leistungen, die da passieren, die sozusagen über die Musik vermittelt, dann plötzlich auch den ganzen Menschen lebendig macht. Das ist eine tolle Frau. Hast du es gut gehabt? Hast du gerne. Hast du gerne, wa? Ja, bis heute, bis so geht nicht mehr. Da gibt's ja nichts weiter zu sagen.